Nee, er sollte... Ich wollte den eigentlich raus... Professor Howell, nee. Ich wollte den eigentlich rauslassen. Wo habe ich denn Inventar? Tiere. Nee, freilassen will ich den ja nicht. Ich will ihn ja rauslassen. Kannst das Tierwesen über Tierwesen Handlungsmenü einem Tiergehege zufügen? Was? Ja, aber ich wollte ihn ja wieder rauslassen. Ich wollte ihn ja nicht. Ich will ihn ja nicht hier reinlassen. Also fangen oder so? Ich will ihn ja hier rauslassen. So, da. Wie kann ich das denn hier erweitern hier? Tierwesen, 4 von 12 Art. Ach so, okay. Also ich kann die hier gar nicht rauslassen. Was habe ich denn hier? Männchen, Weibchen? Jetzt ist alles gut. Ich würde von jedem zwei, wenn erstmal da reinpacken. Um hier nicht zu fressen oder so? So, ne, warte mal, gebürstet will er werden. Kommen wir vor bei so einem Dingsspiel, ey. Da können wir sowas nicht. Für die Hasen wäre das bestimmt ganz cool. Wenn dann des Mondkalbs, ja. Ich sage von jedem zwei vielleicht. Das heißt, wir brauchen noch einen Jabba-Noll. Ein Knüttelmuff. Weil ich finde das cool, wie der gebüstet wird einfach. Oh, schade, er hat ihn jetzt nicht umgeschmissen. Ein Niffler. Das könnte Rabauki sein. Wenn die Scheiße will ich nicht. Er ist geil, Alter. Erstmal die Bürste einstecken, ey. Was geht denn bei ihm, ey? Ach, schön. Geile Sache. Ja, wir brauchen auf jeden Fall, müssen gucken, ob wir mehr für die Tiere machen können. Also ich finde das schon ganz cool. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die hier rauslassen kann. Federn kann ich sammeln. Ja, das weiß ich auch nicht wo. Ich bin mir nicht so sicher, ob die hier hingehören. Müsste ja irgendwas geben, dass die automatisch gebüstet werden. Sonst bist du ja Ewigkeiten da dran, die ja zu... Oh, guck mal, er fliegt hier sogar durch die Gegend. Wie geil ist das denn? Oh, das ist schön. So, dann lass mich mal beschwören. Was kann ich denn hier beschwören? Tierwesen, Gegenstände. Futter, Zuchtgehege.
Spielzeugkiste könnten wir beschwören. Und Futtergehege, weil wir sind ja nicht immer hier. Was habe ich denn sonst noch so? Gegenstände für draußen. Ach, wir könnten sogar einen Zaun bauen. Nee, einen Zaun will ich eigentlich jetzt nicht bauen, ehrlich gesagt. Wir haben so eine Bank bauen, wo wir es einfach hinsetzen können hier. Ist einfach nur Deko. Schade. Also beim Einhorn bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das wirklich gegen gehört. Aber fressen haben sie dann schon mal. Ja klar, Attacke, los! Nee, funktioniert das nicht so. Das Einhorn braucht noch ein bisschen. Das ist gerade sehr faszinierend, interessanterweise. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Was ist denn hier? Jetzt gerade, die sind gerade dabei, beschäftigt zu spielen. Ist von dem Typ mal gar nicht begeistert, ne? Die Frage ist, kann ich hier auch hier durch die Gegend fliegen? Ja, wenn die Leute keine echten Haustiere haben können, haben sie wenigstens hier im Spiel welche. Ja, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Einhorn, würde ich sagen, ne? Ja, Leute, was geht so? Oh, Sonnenschutzbrille gibt uns sogar ein Upgrade. Brille sieht aber scheiße aus. So, was können wir denn upgraden hier? Verbesserung anzeigen. Jetzt brauche ich einen Flipper und ein irgendwas anderes. Keine Ahnung. Was ist das denn hier? Eine Frisur? Nein. Kann ich den auch upgraden? Das haben wir schon einmal gemacht, ne? Was haben wir denn noch nicht upgegradet? Das hier. Mondkälber haben wir ja. Sachen gehen nicht. Ist klar. So, wie sieht sie aus trankmäßig? War schon mal wieder 13, das ist schon mal ganz gut. Ein Knüderisch.
Ach, guck mal, ich habe die Professoraufgabe abgeschlossen. Der Dünger, der ist gar nicht so schlecht. Also, was haben wir denn? Wie weit sind wir denn jetzt bei dem Auftrag? Wir wollten ja die Nebenaufträge auch noch machen. In den Ort der zweiten Prüfung, wieder auf dem Weg, bewege dich zur Kartenkammer. Was machen wir später? Flipendo. Schaffe alle drei Kampfpflanzen, nutze sie gleichzeitig. Welche? Den Kaukohl, ja, Raun und eine Tentacula. Das sollten wir hinkriegen, glaube ich. Oh, wir müssen noch mit Sebastian sprechen. Machen wir erst das mit. Machen wir erst Sebastian, oder? Machen wir jetzt erstmal ein paar Nebenaufträge, würde ich sagen. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Da. Bleib so. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Vielleicht ein anderes Mal. Oh, wir können ja mal. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente. Gewiss. Es wäre schön, wenn der Raum von Mondlicht durchflutet wäre. Hervorragend. Also ich sehe jetzt keinen großartigen Unterschied. Kann ich die Bücher fangen? Nee, ne? Das sind einfach nur Eco-Bücher, glaube ich. Rebellion. Ja. Tiere sind auch versorgt. Revelio. Okay, es scheint hier ganz in der Nähe zu sein. Was ist unter uns? Ist weg. Müsste das unter uns sein? Revelio. Werde ich jetzt nicht nachsuchen, das machen wir ein andermal. Was habe ich denn hier noch für eine Mission? Ah, nee, lass uns das erst mit Sebastian machen. Gut, du brauchst dich nicht auf den Boden setzen, ne? Da ist eine Couch. Und Stühle! Was ich nur mal gesagt haben. Ich bin nämlich doch jemand, der macht das ganz gerne. Was? Hast du was gesagt? Revelio. Revelio. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Wir haben hier noch einiges, wo wir
Revelium. Was klimpert hier noch? Out of order. Was wir noch nicht gefunden haben anscheinend. Zum Beispiel diese Schnellreise. Lumos. Da weiß ich jetzt nicht, wo das sein soll. Revelium. Ist das hier drin? Ah, eine kleine Schlange angeritzt. Das ist die Kammer des Schreckens, mein Freund. Würde ich jetzt zumindest sehr stark drauf tippen, dass die das ist. Eine Tür, die keine Tür ist, oder doch eine Tür ist, aber verschlossen ist. Ja, was soll das sonst sein im Endeffekt, ne? Kann ich auch noch nichts machen? Hallo, Homo. Aber viele Nebenmissionen hier, ne? Revelio. Incendio. Accio. Revelio. Ja, Schlossstufe 2. Ich denke, das hat mit irgendeiner Mission zu tun. Wir müssen uns mal um die Demigeist kümmern, dass wir die kriegen. Ich habe irgendwo einen Schnellreisepunkt und ich habe den noch nicht freigeschaltet. Du bist hier. Klasse. Ich habe deine Eule bekommen. Was ist mit Ominous? Ich sagte ihm, dass wir die dunklen Künste nicht für immer meiden können. Je mehr wir über Salazar Slytherin und die dunklen Künste wissen, desto besser sind wir vorbereitet. Leider weiß nur ein Gaunt, wo sich der Eingang zum Skriptorium befindet. Und Ominous sagt es mir nicht. Hm. Vielleicht sollte ich mit Ominous reden. Du? Ein Versuch wäre es wert. Aber mach dir keine Hoffnung. Ominous ist extrem stur. Ist ja nichts Neues. Ich weiß, wo er ist. Ich bring dich zu ihm und lass euch allein. Kommet. Hier entlang. Ja, dann geh. Bisschen zackiger hier. Halte die Augen auf. Man weiß nie, wer einen beobachtet, auch wenn uns das nie aufgehalten hat. Doch, eigentlich schon. Wir wurden geschnappt. Revelio. Verdammter Poltergeist. Ach, diese Nervensäge. Da ist er. Viel Glück. Was machst du hier? Oh, ich mag den Hallo, nicht. Hallo, Ominous. Hast du kurz Zeit? Was gibt's? Was haben du und Sebastian jetzt wieder vor? Bitte, Ominous. Ich habe dir doch anvertraut, was mit der Krypta passiert ist. Sebastian wollte nur, dass ich an einem sicheren Ort Zauber üben kann, um zu den anderen Fünftklässlern aufzuschließen. Er dachte, er stört dich nicht. Das ergibt wohl Sinn. Es ist nur so, dass Sebastian mir in letzter Zeit ständig mit irgendwas auf die Nerven geht. Sag nicht, er redet immer noch von... Was war das? Einem Skriptorium? Er hat dir davon erzählt? Ja, wir sprachen über den Gründer unseres Hauses, da hat er es erwähnt. Mehr wollte er aber nicht sagen. Ja, er glaubt, dass es die Antwort auf Anns Rettung enthält. Nur wahrscheinlich steckt es voller schwarzer Magie, die man besser nicht anrührt. Warte mal, du warst noch nie dort drin? Natürlich nicht. Das weiß ich nur dank meiner Lieblingstante Noctua. Sie dachte wie ich. Widersprach der Familie, was schwarze Magie angeht. Tatsächlich wollte sie meine Familie davon überzeugen, dass es Salazar Slytherin um mehr als die Verehrung von Reinblütigkeit ging. Sie hörte vom Skriptorium und dachte, es könnte etwas Licht über ihn ins Dunkel bringen. Sie fand sogar den geheimen Eingang,
genau in diesem Korridor. Sie schrieb meinem Vater regelmäßig über ihre Bemühungen. Irgendwann verschwand sie einfach. Niemand sonst hat je versucht, hineinzukommen. Das ist ziemlich unheimlich. Ich schätze, selbst wenn wir dadurch herausfinden, was deiner Tante passiert ist, stellt es immer noch ein Risiko dar. Tante Noctua hatte gute Absichten und verlor dabei ihr Leben. Ich will nicht, dass sowas nochmal passiert. Du weißt nicht, ob sich die Geschichte wiederholt. Außerdem meintest du, deine Tante dachte wie du. Das könnte ihr Andenken ehren. Deine Fragen zu Slytherin und Sebastians Fragen zu Anne beantworten. Deine Tante hat das allein durchgezogen. Wir könnten es gemeinsam tun. Gut, ich sehe schon. Und ich gebe zu, du hast mich überzeugt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Gut, ich erzähle, was ich weiß. Hol Sebastian. Ich warte hier. Ich hoffe, ich... Revelio. Wir bereuen das nicht. Sebastian, hier drüben. Expelliarmus, Confringo. Öffnen das Skriptorium. Jetzt verrätst du es? Ich habe dich angefleht und hast nichts gesagt. Du warst nicht der, der mir gesagt hat, was ich hören musste. Das Öffnen des Eingangs hat etwas mit der Zahl 3 zu tun. Na, 3 Köpfe sind besser als einer. Nein, 2 Köpfe sind besser als einer. Und nach der Logik sind 3 besser als 2. Das ist bloß Mathe, Ominous. Confringo! Revelio! Denk dran, wir brauchen 3 Feuerstellen. Confringo! Das weiß ich selber. Zugehört. Musst du wissen, ob hier noch eine andere Feuerstelle ist, von wenn ich... Warum geht die wieder aus? Frage. Okay. Ich hoffe, wir sind bereit dafür. Ich musste das relativ schnell gleichzeitig aktivieren. Mir ist davon ausgegangen, dass man eine ausmachen muss, aber so geht das natürlich auch.